Ihr wisst schon Bescheid, die Höhlenregion geht los. Und 3, 2, 1, let it rip! Denn ich will ein Held sein. Pikachus Akku ist nicht schwach, sondern hat der Magnet ihn ein wenig die Sicherung rausgeknallt, weswegen es immer mal wieder ein bisschen Blitz ablassen muss. Komplett verwirrt bricht es aus Professor Birks Labor aus, womit die Verfolgung losgehen kann. Und wie man es aus den Spielen kennt, wird Birks von Fifien angegriffen, die er mit Hilfe von der 10-jährigen Maike abwehren kann. Sie holt die Dropio aus seinem Rucksack und schon gehen die Wuffer baden. Aber für weitere Erklärungen ist erstmal keine Zeit. Pikachu ist nämlich kurz davor, Selbstexplosion zu erlernen. Ich weiß nicht, gibt's jetzt Ärger? Ich weiß nicht. Ach, was soll's. Team Rocket schafft es dann mit ihrem Absorberroboter, genug von Pikachu abzuziehen, damit es wieder geheilt ist, Maikes Fahrrad zerstört und man die wieder wegpusten kann. Pikachu muss sich jetzt trotzdem ein wenig ausruhen und Ash kann uns sein Können unter Beweis stellen. Gekabur. Gekabur. Ist das ein Wasser-Pokémon? Nein. Ich hoffe, meinem Onix geht's bald besser. Maike wählt Flamly. Oder Flamly eher Maike. Und weil sie kein Fahrrad mehr hat, geht sie gemeinsam mit Ash auf die große Reise nach Rosalstadt, wo sich Ash für die Hohenliga einschreiben will. Maikes Versuch, ein Azurill zu fangen, geht gnadenlos nach hinten los. Ja, dann geht man eben ohne Abkürzung zu Rosalstadt. Eingeschrieben geht's aber nicht direkt zur Arena, sondern mit Professor Elden und Team Magma zu einer Ruine, um Urzeit-Pokémon zu finden. Da nehmen die nur Wandmalereien auf und Helikoptern wieder weg, damit Team Rocket ihre Zeit nutzen können, um ebenfalls abzuziehen. Die Sonne geht auf, als sich ein Geheimgang zeigt und sie einen Relikant sehen. Ja, cool. Lass mal lieber weiter zur nächsten Arena nach Blütenburg City. Die verschwenden hier auch gar keine Zeit, weswegen es sofort in die Arena geht, um den neuen Orden für sich zu beanspruchen. Wobei das eher ein Familientreffen für Maike ist. Ash ist hier aber auch eher wie ein Carpador an Land, denn ohne drei Pokémon kann er hier überhaupt gar nicht offiziell antreten. In einem 1 gegen 1 gegen Mundtier wird Pikachu trotzdem mal weggeklatscht und weggekopfnusst. Team Rocket guckt zu, wie Pikachu übel zerlegt wird, versuchen aber trotzdem ihr Glück. Schnappen sich aber weder Pikachu noch Mundtier, sondern Flamly. Ja gut, dann nimmt man das Küken eben als Köder, um Pikachu zu angeln. Ich aktiviere Fallgrube! In Angriffsposition! Ach Kacke, ich hätte es in Verteidigungsposition spielen sollen. Flamly hat ihr wahren Gegner in Max gefunden, während die anderen den Job erledigen. So kann die Reise weitergehen. Aber wisst ihr was? Nach dieser Folge will ich gar nicht mehr der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war, sondern einfach nur Misty und Rocco zurück. Ash fühlt mich einfach. So kann sich nämlich das Blatt Pfannen wenden. Denn Rocco war früher die wandelnde Küche, während Ash und Co. jetzt nichts haben außer eine poplige Schokolade, die von einem Schwalbini abgezogen wird. Was für ein Scheißtag. Pikachu dreht da mal kurz durch und grillt ein paar von diesen Flatterviechern. Schmeckt bestimmt wie Hühnchen. Aber statt die zu snacken, gibt's ein Duell gegen den Boss. Man muss jetzt auch keine Angst vor der ganzen Gang haben, denn Unterstützung ist auch schon da. Die Macher haben uns erhört, denn Rocco ist zurück, der sich denen nur mit Fostelka anschließt. Aber scheiß mal auf Fostelka, gib lieber deinen legendären Eintopf. Schwalbini-Boss will den Kampf noch fortsetzen, liefert sich eine übertrieben epische Schlacht, nur um dann ehrenlos von der Seite gefangen zu werden. Damit ist das erste Pokémon der Höhenregion im Kasten. Team Rocket kommt jetzt mit den anderen Schwalbini. Das wird bestimmt ebenfalls ein epischer Kampf. Flamly legt los, verliert aber gegen einen Stein. Nein, nicht Kleinstein, sondern einfach nur ein scheiß Stein. Die anderen Vögel wollen aber eh nicht mehr kämpfen, weil sie den Eintopf mit denen teilen. Und so grüßt Team Rocket auch schon wieder den Himmel. Auf der weiteren Reise knüpft man neue Bekanntschaften. Ich bin Nikolai, Nikolai mit den Knickerbockern. Der Bro versetzt sich erst in das Pokémon, bevor es welche fangen will. Sei eins mit dem Pokémon. So kriegt Maike ihr ersten richtigen Trainingskampf, was sie natürlich komplett verkackt. Flamly kann einem echt schon leid tun. Aber nicht mal im Ansatz wie Max. Immerhin kann Flamly noch zu Logok werden und ordentlich der Badass werden. Max dagegen, der bleibt einfach Max. Der wahrscheinlich nutzloseste Charakter aller Zeiten. So wird er sogar von Zickzacks umzingelt und hat alle in Gefahr gebracht, hätte der Pokeflüsterer nicht den Friedensstifter gespielt und sich ein Zickzacks gefangen. Und Team Rocket kann einem eigentlich auch schon leid tun. Ihr wisst warum. Rocco kann jetzt sofort wieder von Schwester Joy
und Officer Rocky gekorbt werden. Was ein Macher! In der Gegend gibt's einen Wilderer, der scheinbar Rettern sammelt wie Obito Sharingan. Bei der Ehre von Team Rocket werden diese Schlänglis jetzt aber befreit. Aber hat er nicht nur eine Menge Rettern gefangen, sondern auch Smogons. Und auch wenn Arbok und Smogmog jetzt alles geben, schaffen sie es leider nicht, die direkt zu befreien. Weitergejagt von Bibor rettet sie ein Tuska. Versuch Nummer 2, hauen sie das Ibitak um, retten alle Pokémon, kriegen es dann aber mit Despotar zu tun. Team Rocket trennt sich jetzt schweren Herzens von ihren Arbok und Smogmog, damit sie ihre neue Truppe anführen und Jesse und James für ihre Sicherheit sorgen. Junge, warum ist das gerade so gefühlsvoll? Der Wilderer wird festgenommen und ganz leer geht Team Rocket auch nicht aus, weil James einen neuen Freund in Tuska findet. Wieder verlaufen, trifft man auf ein Nest von Gag Arbor. Eins von denen ist mega stark, doch ist es emotional hart mitgenommen, weil sein Zuhause, so ein alter Baum, langsam den Löffel abgibt. Sein Clan hat das Ganze schon akzeptiert. Der Kleine versucht aber trotzdem sein Bestes, um seine Heimat zu retten. Da hilft Ash natürlich mit. Heimat ohne Familie ist aber eher so semi-gut, weswegen man Team Rocket mit der Hilfe von Badass Gag Arbor wegklatschen muss, die Ash am Anfang mit einem Bulldozer umgefahren haben. Der Schoß geht aber wie immer in den Ofen, als der Baum der Macht in zwei gespalten wird. Fehlt nur noch ein kleiner Kampf, um das Gag Arbor zu schwächen und in sein Team aufzunehmen. Da will man jetzt gerade einfach nur chillen, kommt ein Vipitis auf der Jagd nach Flamly. Gag Arbor klärt aber und rettet das kleine Chicken Nugget. Und nachdem alle nochmal nachgesetzt haben, zieht es sich auch erstmal zurück. Gag Arbor wurde aber verletzt. Und wenn es so stark ist, ist es natürlich ein Muss für Team Rocket. Das Ding zu fangen ist aber leichter als ein Relaxo. Also gar nicht so leicht. Pokémon können nicht so richtig helfen, also verteilt Jesse einfach persönlich die Gum-Gum-Kalaschnikow und fängt es ganz ohne ein Pokémon einzusetzen. Gag Arbor ist aber auch aus demselben Stahl wie Rock Lee. Anstelle sich im Pokémon Center zu kurieren und auf der faulen Haut zu liegen, springt es die ganze Zeit einen Wasserfall runter, um eine neue Technik zu entdecken und stärker zu werden. Perfekter Auftritt für Team Rocket, die das sofort mal zu schmecken bekommen. Da hilft auch die neue Riesenwurmverstärkung nichts. Was riecht hier gut? Die Luftverschmutzung, der Müll oder die Auspuffabgase? Nein, Max, das ist der wunderbare Duft einer großen Stadt. Bist du dumm oder was? Kaum hat man Freundschaft mit einem Knilz geschlossen, geht es zu einem Spukhaus, wo nur weitere Knilz sind, welche die alte Villa verteidigen. Zum einen gegen Bauarbeiten, welche die Villa abreißen sollen, und zum anderen gegen Team Rocket, die hier natürlich nicht fehlen dürfen. Team Rocket können sie natürlich abwehren, die Villa aber nicht retten. Stattdessen will der Broids einfach einen Wald für die Knilz pflanzen. Keine Ahnung, ob das immer noch die gleiche Bindung ist für die Knilz, aber hey, der Wille zählt. Eine Herausforderung gegen das stärkste Pokémon der Welt. Einen Pilipper, das so stark ist, weil es sogar Attacken wie Rankenhieb oder Flammenwurf drauf hat. Gegen so eine gemischte Tüte stinken Gag Arbor und Schwalbini natürlich ab. Nur der Elektrohamster kann noch ein Unentschieden rausholen. Haben wir gerade das stärkste Pokémon der Welt gehört? Hey, warte mal, das ist ja nur ein Fake! Und somit die Chance für Team Rocket, ein paar Pokémon abzuziehen. Gegen die Knirpse und dem wieder befreiten Trainer geht es aber wieder den Bach runter. Oder eben halt den Himmel hoch und alle Pokémon werden wieder zurückgebracht. Bei einem Pokémon-Reservoir träumt Maike von Flamlys Weiterentwicklung. Gut, wenn ich mir vorstelle, dass mein Flamly sich entwickeln würde. Und Max will versuchen, das Pfiffchen des Reservoirs zu einem Magnaim zu entwickeln. Dabei läuft Team Rocket gerade auf Hochtouren. Erst fangen sie wilde Pokémon, dann tricksen sie Max aus, um Pfiffchen zu bekommen, und dann schaffen sie es auch noch mit einem genialen Plan, Ash auszutricksen. Pfiffchen beißt sich und die anderen wieder raus, damit Pikachu sich auf Team Rocket entladen kann. Und als wäre das noch nicht genug für den Tag, entwickelt sich der kleine Bello weiter zu Magnaien. Und jetzt erstmal Zeit für eine Pause, als sie alle erst von Noturzel gedöppt und dann aus dem Wasser geschmissen wurden. Aber alles gut, die wollen ja nur spielen. Wieder gibt's ein paar Schwestern, auf die Rocco steht, der aber nur die Jüngste abbekommt. Und um ihre Liebe zu Rocco zu beweisen, will sie eine Zitrobeere für ihn pflücken. Gerettet vor einem Bibor muss man jetzt auch noch Team Rocket wegkloppen, die alle Noturzel haben wollen. Natürlich gibt's aber auch hier wieder nur aufs Maul.
Und Rocco bekommt jetzt auch noch Verstärkung für die weitere Reise, nämlich bleibt ein Nordwurzel bei ihm. Der nächste Wettbewerb soll aber kein Arena-Kampf sein, sondern ein Wettbewerb für Ästhetik, bei dem man zwar nicht wirklich mitmachen darf, sondern nur assistieren. Naja, dafür kann man immerhin Eisenschweif erlernen, damit Pikachu auch gegen Gestein-Pokémon gewinnen kann. Komm Pikachu, wir müssen trainieren, damit dein Schwanz noch stärker wird. Streng dich richtig an! Das Turnier geht ins Finale zwischen Omord und Papinella, was Papinella knapp nach Hause holt. Zur Belohnung werden die beiden Finalisten von Team Rocket geklaut. Leider wird das aber nur wieder ein Schuss in den Ofen. Auf den Geschmack von Papinella gekommen, will sich Maike als nächstes einen Wampel fangen, um selbst den Schmetterlingswag zu bekommen. Jesse denkt gerade auch exakt an das gleiche. Das gibt Beef, welchen Maike erstmal nur mit Unterstützung klären kann. Ash trainiert sein Eisenschweif noch weiter, wo ein Sparring-Doppelkampf wie gerufen kommt. Maike erfüllt ebenfalls ihre Mission und schnappt sich einen Wampel, was, nachdem man es von Team Rocket wieder zurückgeholt hat, auch wirklich ihr gehört. An der Klippe zwischen Leben und Tod sieht Jessie dann aber auch noch ihre Chance auf einen Wampel, bei dem sie auch nicht länger zögert und sofort den Pokéball gegen Snüsschen wirft und fängt. Bevor jetzt aber die Arenaleiterin von Metaross City zerstört wird, schaut man sich erstmal ganz entspannt die Pokémon Akademie an, in dem Max einen Probekampf bestreiten darf. Typ mit Magby gegen Max mit Quapsel. Eigentlich ist ja Max im Vorteil, überdenkt aber alles ein bisschen zu viel. Was ihn jetzt auch fast raushaut, würden Team Rocket den Kampf nicht wieder unterbrechen und mit einem riesen Wampelroboter die anderen Pokébälle der Akademie mitgehen lassen wollen. Die Kinder schließen sich aber zusammen, um sie gemeinsam auszuschalten und den Tag zu retten. Ist der Eisenschweif auch mächtig am Steine spalten? Bro, was haben die mit dem armen Gegner vor? Zumindest meistens legt Ash mit seinem ersten offiziellen Kampf in der Höhenregion los. Ash gegen Felicia. Runde 1, Kleinstein gegen Gek-Arbor. Zwar hat der Gecko keine richtigen Pflanzenattacken drauf, hängt sich aber richtig rein, um seinen ersten Kampf zu verlieren. Ah, schade. Dann eben Pikachu. Erst mit einem Donner den Boden für Kleinstein unnutzbar machen und Kleinstein ins Land der Träume schicken, weil es aus nächster Nähe den Donnerschock abbekommt. Außer Gefecht rückt Naskne dran, der sofort mit einem Eisenschweif begrüßt wird. Pikachu atmet schon aus dem letzten Loch, nutzt aber Nasknets Elektroattacke, um es für sich zu nutzen, Nasknet zu paralysieren und den Allesriecher mit einem weiteren Eisenschweif den Rest zu geben. So gibt's den ersten Orden, den Steinorden der Höhenregion. Nächstes Ziel, Faustau Hafen. Aber wie wollen sie dahin finden, wenn Max den Poké-Navigator von Maike zerstört hat? Um es wieder gut zu machen, will er ihn auf eigener Faust reparieren lassen. Dafür geht zu Devon Corporation. Da hat ein Verdächtiger gerade ein Serum gestohlen. Hinter ihm der Chef und Max. Auf dem Dach warten aus irgendeinem Grund auch immer schon Ash und die anderen, um den Dieb abzufangen. Ohne Kampf lässt er sich aber nicht stellen. Krebutak kann sie lange genug ablenken, um zu fliehen. Team Rocket mag aber keine Konkurrenz und versaut ihm den Erfolg erstmal gründlich. Um jetzt aber zum Faustau Hafen zu kommen, braucht man ein Boot, das in der Stadt gar nicht so einfach ist. Immerhin ist die Stadt so ausgestorben wie Yamchus Siegesstatistik. Der einzige, der noch privat ein Boot besitzt, ist Kapitän Monkey D. Salzkopf. Der kann jetzt aber gerade gar nicht die Knirpse rüberbringen, sondern wird da vom Team Aqua Flüchtling erpresst. Dank Officer Rocky checken die, warum der auf einmal so abweisend ist und wollen ihm helfen. Hallo, wir sind Team Rocket und wir sind auch dabei. Und das war's auch schon wieder von uns. Bis zum nächsten Mal. Team Aqua flüchtet mit dem Wingull, was Salzkopf nicht auf sich sitzen lassen kann. Die Verfolgung wird mit dem Wingull Express aufgenommen. Wingull können sie zwar retten, Team Aqua aber nicht das Handwerk legen, da der böse Typ wieder mit seinen Kollegen vereint ist. Ja, kann man wohl nichts machen. Dann nimmt man eben Kurs auf nach Faustau Hafen. Und da will man mal Touris eine entspannte Ecke zeigen, um ein bisschen im Meer zu planschen, greifen plötzlich die Tohaidos an. Kurz bevor Max und Maike gefressen werden, konnte man sie aus dem Wasser ziehen und entkommen. Aber eine Frage stellt sich noch. Wieso arbeiten die Tohaido in einem Team? Liegt bestimmt an den Baba Big Boss Tohaido. Keine Ahnung, wie jetzt diese Blechschale Ash über Wasser hält, bei so heftig schweren Eiern, die er haben muss. Aber immerhin schaffen sie es so, den Boss von den anderen zu trennen und zu besiegen. Ein wirklich fairer Kampf ist es jetzt aber nicht, weil Jessys Vipitis den Hai schon stark vergiftet hat. Da kommt der Pfleger aus Rocco raus, um das Pokémon mit den Gräten wieder gesund zu bekommen. Team Rocket versucht es wieder, aber naja, blieb halt auch wieder nur beim Versuch. Tohaido und Rocco sind jetzt Best Bros Forever, also kann man die Knirpse in Ruhe in Faustau Hafen abladen. Und jetzt gibt's keine Umwege, es geht straight zur Arena. Nur hat der Leiter gerade etwas zu tun.
Immerhin kann man auch mal entspannt mit seinem Makuhita einfach mal eine Welle reiten. Genug Frühsport für heute, kann man endlich mit dem Kampf starten. Erste Runde, Schwalbini gegen Macholo. Der kleine Bizepsbruder kassiert einen Angriff nach dem anderen, fällt aber einfach nicht hin. Er wartet nämlich auf den richtigen Augenblick und smackt den Vogel mit einem Schlag auf den Boden. Dann eben Gek Arbor, der Macholo zwar auf die Bretter schickt, allerdings selbst ziemlich erschöpft ist. Zu erschöpft, um noch irgendetwas gegen Makuhita ausrichten zu können. Der Sumo klatscht den heftig weg, hat schon gegen ihn keine Chance. Doch dann entwickelt es sich auch noch zu einem Hariyama, womit Ash seinen Orden leider verpasst. Beim Abendspaziergang merkt dann auch Ash, dass Camillo das Surfen als Training benutzt. Bevor sich Ash jetzt aber mit seinen geheilten Pokémon wieder ran ans Werk setzt, wird ein wenig geangelt. Eine Falle von Team Rocket, was wie immer nicht aufgeht. Stattdessen gibt's einen Wampel-Wettbewerb, der auch nicht so lange hält. Die Wampel werden jetzt noch vertauscht, als Team Rocket wieder weggeschossen wird. Das kann man natürlich nicht stehen lassen. Wiedergefunden, wollen sie die Wampel wieder zurücktauschen. Nur gönnt sich Jesse jetzt direkt beide. Das ist richtig, aber jetzt habe ich doppelt so viel Wampel und doppelt so viel Spaß. Danke, los, vorwärts, gib Gas, ihr Schlafmütz, nichts wie weg. Weit kommt Team Rocket jetzt natürlich aber nicht, als die tägliche Klopperei ausbricht. In der Granithöhle wollen sie Troy finden, den Sohn vom Chef von der Devon Corp. Dank einer weiteren missglückten Team Rocket Falle sind alle ein wenig aufgeteilt. Max mit Pikachu und Mautzi. Mike mit Jesse und Ash mit James und Rocco. Die einen treffen sich in einem riesen Loch wieder, während Max auf Troy trifft. Gut, dass der die Höhle schon auswendig kennt, denn die anderen haben ein paar viele kleine Probleme in Form von einer Menge Stoll Junior. An einem Wasserfall kann man die aber davon überzeugen, einfach mal keinen Stress zu machen. Schön wäre es, wenn es auch so einfach mit Team Rocket gehen würde. Troy holt für sie sein Stollos raus und schießt ihn mit einem Hyperstrahl weg, womit sie zufälligerweise einen Feuerstein finden. Und schon ist er wieder weg, damit Ash sich seinem Training widmen kann. Im Konzentrationstraining geht nicht nur Ash mit seinen Pokémon baden, sondern auch alle anderen durch ein mysteriöses Pokémon. So ein starkes Pokémon muss Ash einfach haben. Eine Falle aufstellen und Team Rocket erwischen. Die werden aber nur von dem wahren Krebskorps weggeboostet. Trotz Pikachus Elektrovorteil ist der Kampf auch gar nicht mal so einfach, weswegen Gek Arbor ran muss, um die Mr. Krabs so weit zu schwächen, dass man es easy fangen kann. Das neue Schalentier im Team sorgt aber für eine Menge Ärger. Es frisst alles Mögliche weg und wegen ihm wäre fast Pikachu von Team Rocket geklaut worden. Aber genau weil der so aktiv ist, kann es seinen Fehler auch wieder gut machen, indem es Team Rocket wieder wegschlägt, nachdem die beiden Wampel sich weiterentwickelt haben. Krebskorps ist aber krank. Und da Ash seine Pokébälle vergessen hat, musste das kranke Krebskorps auf seinen Armen zum nächsten Pokécenter bringen. Fast vergast und gefressen feiert Team Rocket ein Comeback, wobei die komplett reinscheißen und sich auch selbst gefangen nehmen, was mit der Flut gar nicht mal so gut ist. Kurz bevor die sich Kiemen wachsen lassen müssen, kommt aber Ash mit dem gesunden Krebskorps, um alle zu retten und Team Rocket wegzuspülen. Das Team ist aber noch lange nicht voll, also soll ein weiteres Pokémon ran. Bei einem Stamm Hydropis wird ein kleines weggespült und von einem großen gerettet. Als Dank lädt der alte Mormann sie nach Hause ein, wo sie ein paar Hydropi-Eier sehen. Was natürlich nur eine Einladung für Team Rocket ist. Die wollen den Fluss fluten, um die Hydropi wegzuspülen. Aber nicht mit dem Pokezüchter Rocco. Der handelt sofort und holt alle ans sichere Ufer. Bis auf eins. Das wird wieder vom größeren Hydropi gerettet, was auch von Rocco gerettet wird. Team Rocket versucht wieder ihr Glück, aber ja, läuft halt nicht für die. Und weil sich Rocco so gut mit dem Kleinen versteht, darf er den auch mit auf seine Reise nehmen. Krebskorps baut wieder nur Scheiße und trennt so die Pokémon von den Knirpsen. Ein Blanas auf den falschen Fuß treten und schon wird einer nach dem anderen gefangen genommen, die jetzt einfach vorhaben, diese in ihrem Stamm als Mittagessen zu braten. Team Rocket kommt dazwischen, schnappt sich Pikachu und die Blanas, genau wie die Knirpse kommen und wieder alles beim Alten ist, nachdem Ash erst die Blanas befreit und mit deren Hilfe auch Pikachu. Und so heißt es wieder, tschö mit Ö, Team Rocket. Unser Team trifft auf Professor Birk, der gerade dabei ist, paar Pokémon zu erforschen. Bleibt aber nicht bei. Immerhin wird eine kleine Geheimbasis von Team Rocket übernommen, welches von Team Magma übernommen wird und ausgeweitet wird, welches von Team Aqua in der Höhle des Ursprungs Besuch bekommt. Nur, dass es ein Fehlalarm war, es gar nicht wirklich die Höhle des Ursprungs war und die sich von daher wieder zurückziehen.
Bleibt noch Team Rocket übrig, welche das in den Kader des Jungen als Geisel halten. Bodycheckt man den wieder aus deren Fängen, bucht man wieder Flugstunden für Team Rocket mit Hilfe von Kraftreserve. Gibt's jetzt vielleicht wieder Training für Ash, um nicht wieder eine Klatsche in der Arena zu kassieren? Ach Quatsch, lieber Passer Murzel pflegen. Jesse und Maike geben sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, als Maike endlich ihr Papinella bekommt. Das setzt Jesse jetzt mächtig unter Druck. Sie will auch endlich ein Papinella haben. Wobei jeder eigentlich schon weiß, dass daraus nur ein Pudox werden kann. Nur bleibt halt Jesse in ihrer eigenen Welt und weigert sich das anzuerkennen. Um es jetzt schnell aufzuleveln, reichen aber Mauzi und Tuska nicht. Dafür muss man die Knirpse aufmischen. Im Kampf gegen Papinella ist es dann auch soweit. Es entwickelt sich zu Papi Mauzi. Ja, die wollten Jesse eigentlich nur vor der Wahrheit schützen, dass sie nur ein Pudox bekommen hat. Aber findet sie ihr Pudox noch viel besser? Stärker als das Papinella ist es aber nicht. Ist das auch schon wieder geschafft, verabschiedet sich Professor Birk wieder, um Ash seinen Fokus wieder zurückzugeben. Aber erstmal muss man Krebskor irgendwie zähmen. Dafür geht man in eine alte Mine, um ihn ein wenig Angst einzujagen. Was die Knirpse leider nicht schaffen. Dafür ist es nämlich ein wenig zu mutig. Gut, dass da ein Zoberis rumspukt, der gerade Freundschaft mit Mauzi geschlossen hat. Mit ihm kann er Zwiespalt in deren Reihen ziehen, Krebskor und Pikachu fangen, aber wirklich entkommen können sie nicht, auch wenn die Mine zusammengebrochen ist. Zoberis fühlt sich nämlich benutzt und verraten, wechselt das Team, womit alles wieder gut wird. Außer halt für Zoberis. Immerhin hat der Kleine jetzt kein Zuhause mehr. Anstelle ihn jetzt aber mitzunehmen, lässt man es einfach gehen. Weiter im Training sieht man dann auch endlich mal Fortschritte. Das will man mit der neuen Konkurrenz auch unter Beweis stellen. Pikachu kann gegen das Mediti von Camillos Schülerin alles wie im Training ausweichen. Zu Ende kann man es aber nicht bringen, weil die Flut sich nähert. Nachdem man in einer Höhle die Nacht verbracht hat, schickt man Team Rocket weg, um den Kampf zu Ende zu bringen. Ash spürt mit geschlossenen Augen, wann Pikachu ausweichen muss und sorgt mit seinem Donnerschock für einen Kurzschluss bei Mediti. So geht jetzt auch direkt mal zum Rückkampf gegen Camillo himself. Bevor man aber wirklich loslegen kann, muss man erstmal wieder Team Rocket die Plünderer loswerden. Selbst muss man aber gar nicht Hand anlegen, weil Mutter Natur die einfach wegdrückt. Okay, dann geht's jetzt los. Erster Kampf, Macholo gegen Gek-Arbor. Dieses unebene Terrain bringt Gek-Arbor erst einen Vorteil, bis Macholo alles ausnutzt. Gek-Arbor holt man sicherheitshalber wieder zurück, damit Krebskor den Kampf zu Ende bringen kann. Hariyamas 5 Meter Hände bricht aber auch seine Schale. Krebskor versucht zwar im Wasser zu flüchten, wird aber wieder rausgeklatscht und mit Geowurf gab es noch einen Erdkunde-Crashkurs. Ja, dann kommt halt eben wieder Gek-Arbor. Stück für Stück greift Gek-Arbor die Beine von Hariyama an, um ihm Kraft und Geschwindigkeit zu nehmen. Der finale Schlag mit Wasserpower als Unterstützung entscheidet den Kampf zu Gek-Arbors Gunsten. Damit ist Ash der Sieger und kriegt seinen zweiten Orden, den Knöchelorden. Bevor der nächste Orden aber ansteht, will Maike ihren ersten Wettbewerb bestreiten. Von Team Rocket mit einem Boot aufs Meer gebracht, ohne Team Rocket auf dem Meer sitzen geblieben. Bei einem Schiffswrack treffen sie auf Tommy, der sein Morabell sucht. Das wird er allerdings niemals wieder finden. Immerhin gibt es das Morabell nicht mehr. Denn das hat sich zu einem Sumpex weiterentwickelt und nimmt einen Gefangenen nach dem anderen. Nach einem kleinen Vier-Augen-Erinnerungsgespräch hat es aber schon wieder eingesehen, dass er zu Tommy gehört. Keine Ahnung, was er mit den Gefangenen vorhatte, aber die lässt er jetzt auch lieber mal frei, um Team Rocket auch noch einen Nachschlag zu geben. Tommy will jetzt zwar auf diesem Boot bleiben, weil er anscheinend nicht so auf Nahrung und so steht, aber davor bringt er noch wie versprochen die Knirpse zur nächsten Insel. Vor dem großen Wettbewerb noch ein bisschen üben und auf Drew treffen, ihren größten Konkurrenten. Natürlich nach Jesse. Kurzes, unerfolgreiches Sparring mit Ash. Weiter mit ein kurzes, schon besser laufendes Sparring mit Drews Rosalia, das aber wegen Team Rocket nicht zu Ende gebracht werden konnte. Dann schickt man die als Team halt wieder bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Am Abend gibt's dann auch noch ein entspanntes Feuerwerk. Durch Drew sieht Maike sich jetzt nur noch angetriebener, mit Papinella zu trainieren. Armes Flamly wird einfach so zur Seite gelegt. So wie alle Pokémon von Ash vor der Höhenregion, außer Pikachu. Oder Roccos erstes Pokémon Onix, welches er auf seiner Reise nicht mitgenommen hat. Im Pokécenter auf ein paar Starter-Pokémon aufpassen, wobei ein Flamly ein ziemliches Sackgesicht ist, Krebskor immer weiter ausnockt und so
zu Jungglut wird. Das zeigt bei Team Rockets Versuch, ein Vylor zu fangen, was es drauf hat, und wird so auch nicht als Starter-Pokémon genommen. Einfach weil es schon zu weit entwickelt ist. Stattdessen werden Hydropie und Gekabo genommen, während das Hühnchen als Bodyguard im Pokécenter bleiben darf. Maike kommt gerade noch rechtzeitig für die Anmeldung zum Wettbewerb an, während Jesse 10 Minuten zu spät kommt. Ja, dann ist die zweitgrößte Konkurrenz schon mal weg. Die größte Konkurrenz legt mit einem fantastischen Blättertanz vor. Das war ganz okay, würde ich sagen. Das gibt eine satte 29,4. Robert scheint aber auch gefährlich zu werden. Maike ist am Anfang ein wenig nervös, kann die Show aber glatt über die Bühne bringen. 24,9 Punkte. Gerade noch so in die nächste Runde gekommen. Und jetzt geht's direkt gegen Drew mit seinem Rosalia. Weil Maike aber nie wirklich gekämpft hat, kann sie nicht wirklich was ausrichten, bevor Papinella mit einem Solarstrahl aus dem Rennen geworfen wird. Der erste Wettbewerb, die erste Niederlage. In der nächsten Runde ist dann aber auch für Drew im Kampf gegen Robert zu Ende, der sich auch im Finale durchsetzen kann und den glorreichen Plastikpokal gewinnt. Ja, dann vielleicht beim nächsten Mal. Um aus dieser Stadt für jeden individuell eine geile Zeit zu machen, trennt sich die Gruppe. Max und Ash gehen zu einem Museum, wo ein mystischer Stein liegt. Vor dem Museum lauern schon Team Rocket mit ihrem Eis, die allen Hirnfrost verteilen, um sie so gefangen zu nehmen. Team Magma ist aber auch nicht weit. Sogar ganz im Gegenteil, sind sie direkt im Museum, um sich den magischen Stein der Weisen zu mopsen. Team Rocket will aber auch den Stein haben, endet gegen Magnaien aber nicht, wie sie es gehofft haben. Wieder draußen sichert man wieder den Stein und legt sich mit Team Magma an. Die drei Magnaien sind viel zu stark für Ashs vier Pokémon, das Seemorps und Seeyong. Noch bevor Unterstützung kommen kann, zerbricht der Stein, womit beide Partien ein Stück bekommen und sich Team Magma glücklich aus dem Staub machen kann. In einem Pokécenter in den Bergen wurde Schwester Joy von einem Tangolist entführt. Rettungstruppe, auf geht's! Das Tangolist wird von Mirapla und Samuzel unterstützt, aber warum? Achso, weil ein Blanas hohes Fieber hat und Hilfe braucht. Also anstelle das Blanas zu Schwester Joy zu bringen, holt Tangolist Schwester Joy einfach zu ihnen. Wobei es da nicht wenig Widerstand gibt. Zum Beispiel Ashs Gekabor, der sich einen heftigen Kampf der Geschwindigkeit gegen Tangolist liefert. Gerade als Tangolist die Oberhand gewinnt, schlichtet Schwester Joy und alles klärt sich auf. Noch ein paar Sachen in Höchstspeed vom Pokécenter bringen und schon ist das kranke Blanas wieder fit. Team Rocket klaut den Leuchtstein, laufen die ausgerechnet den Knirpsen über den Weg, womit der Stein schon wieder weg ist. Erst im Verdacht, den Stein selbst geklaut zu haben, klärt sich das Ganze schnell wieder auf. Dabei ist Ash der Held aus der Legende. Wenn das Dorf mal in Gefahr gerät, kommt ein Held in blauer Kleidung mit einem Pikachu, um dieses wieder zu retten. Die Rettung vor nichts anderem als Team Rocket mit ihrem Zapdos-Roboter. Die schnappen sich den Stein und Pikachu, was eine schlechte Kombi ist, da es den Stein immer wieder zum Leuchten bringt und so die Knirpse zu ihnen führt, um alles wieder rückgängig zu machen. Wer braucht aber schon die Orden, um der Allerbeste zu werden, wenn man bei einem Rätselhaus mitmachen kann, auf die Chance, einen Einjahres-Pokémon-Futtervorrat abzustauben? Dabei trifft man auf ein Mädchen mit ihrem Flurmüll, welches im Labyrinth von Team Rocket entführt wurde. Was aber nicht lange bei ihnen bleibt. Team Rocket geht in Führung und erhöhen den Schwierigkeitsgrad für die Knirpse in so ziemlich jeder Prüfung. Am Ende mussten sie aber ihre Tarnung auffliegen lassen und auf alte Gewohnheiten zurückfallen, womit sie auch gewohnte Prügel beziehen. Gewonnen hat aber eh irgend so ein Random. Angekommen an der dritten Arena. Da gibt's erstmal eine kostenlose Achterbahnfahrt und eine Begegnung mit einem Roboraikou. Wenn man das hinter sich gebracht hat, kann man den Orden in Angriff nehmen. Pikachu hat den Vortritt, der mit One-Hit und ein wenig zu viel Power das Magnetilo ausnockt. Genauso wie sein Voltoball. Bleibt noch Magneton, der ebenfalls nach einem Donner ausgeknipst wird. Leichtester Orden ever. Den Dynamo-Orden locker eingesteckt. Das gibt dem Arenaleiter Walter schon mächtig Kopfschmerzen, ob er überhaupt noch gut genug für diese Position ist. Und Pikachu ist natürlich schon wieder in Gefahr durch Überladung. Ist das kleine Ding wieder entspannt, macht man sich auf der Suche nach Walter, der gerade neue Freundschaft mit Flitzelbitz geschlossen hat. Team Rocket stehlen mal wieder ein paar Pokémon, um von Walter und den Knirpsen weggeschickt zu werden. Den Orden darf Ash trotz überladenem Pikachu jetzt trotzdem behalten. Und so haben wir jetzt drei Orden in 40 Folgen. Kommen wir somit zu einem Ergebnis. Wir haben 28 gute, 10 eher mittlere und 2 eher schlechte Folgen.
Eine eigentlich ganz solide Pokémon-Staffel. Und wenn ihr hier klickt, dann kommt ihr zu Pokémon Master Quest und da kommt ihr zu kranken Unterschieden aus dem Pokémon-Manga. Ach ja, und hier könnt ihr natürlich auch noch abonnieren. Das war es jetzt allerdings aber schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.